Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Quest 9. Nachdem wir in der letzten Folge die Quest um das Königreich Vasaba abgeschlossen haben, geht's für uns heute nach Bazurek. Allerdings noch nicht direkt nach Bazurek rein, sondern erstmal ins Umland von Bazurek, denn wir haben hier ja noch einiges an Gegnern, die wir beispielsweise noch nicht gesehen haben. Und der findige Zuhörer, Schrägstrich Beobachter, der wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich vergessen habe, in der letzten Folge noch nach Wurmwald zu gehen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ich habe mich jetzt allerdings offscreen informiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir das klemmen kann, weil die Quest ist zwar vermutlich da, aber die ist... Naja, richtig umständlich ist sie nicht, aber sie ist mit sehr viel Glück verbunden und man muss Gegner auf eine ganz bestimmte Art und Weise besiegen. Und dadurch, dass man trotz dieser bestimmten Art und Weise dann trotzdem noch Glück braucht, damit die von Erfolg gekrönt ist, die Quest, ist das dann doch eher was ich offscreen versuchen werde. Oh, Hallöchen! Ein Pick-Ass, was mich vorher angreift. Das finde ich nicht gut. Ah, verdammt, wo ich gerade Lizzie sehe, fällt mir ein, dass ich ja noch was tun wollte. Aber das ist jetzt auch eher nicht ganz so wichtig. Ich habe mir übrigens eine kleine Vorstellung davon gemacht, wie ich es denn gerne handhaben möchte. Mit den erweiterten Stufen. Also mit den anderen Berufungen. Da habe ich mir so ein bisschen was ausgedacht, aber das erfordert leider, dass wenigstens Lizzie ihren Zauberstab auf Level 100 bringt von den Talentpunkten her. Und da müssen wir gucken, wie wir das am besten anstellen. Also am besten anstellen, einfach wieder irgendwas töten. Das kann ich ja relativ gut und zuverlässig. Ein Klunkerbeutel. Hallo Klunkerbeutel. Der Klunkerbeutel bemerkt die Truppe nicht. So. Mach's gut, Mr. Klunkerbeutel. So, ein neuer Gegner für uns. Sehr schön, noch ein Klunkerbeutel. Ich werde ihn auch besiegen. Eventuell werdet ihr herausfinden, warum. Ich werde einfach jeden Klunkerbeutel, den wir sehen, töten. Mal gucken, ob denn da irgendwie irgendein Effekt zu sehen ist für euch. So. Na, noch nicht. Genau hier wollte ich, glaube ich, nichts weiter. Ich wollte hier erstmal so ein bisschen erkunden und Items einsammeln, bevor wir uns in Bazurek umschauen. Da will ich erstmal hier in der Gegend mich so ein bisschen umgucken. Den gescheiten Gibbonzen werden wir hier auch noch ein bisschen aus den Pantalonen oder aus den Pantinen rauskloppen. Mir ist das ganz egal, ob aus den Hosen oder aus irgendwelchen Schuhen. Hauptsache, es ist besiegt. Und dann geht es auch schon weiter. Und ich glaube, jetzt haben wir jeden Gegner hier gesehen. Was haben wir hier? Kloppkäppchen. Hatte ich nicht hier schon mal Kloppkäppchen gesammelt? Sind die so schnell nachgewachsen? Oder leide ich am Mandela-Effekt, weil ich schon so oft Kloppkäppchen in meinem Leben hier eingesammelt habe bei Dragon Quest 9, dass mein Gehirn mir vorspielt, dass ich die Kloppkäppchen schon in diesem Let's Play eingesammelt habe. Oder aber ich habe sie tatsächlich schon in diesem Let's Play eingesammelt. Ein Klunkerbeutel. Beides absolut legitime Ideen. Wir werden es sehen. Ja, hau ruhig, Olli, du verkackter Klunkerbeutel. Der hat's verdient. So. Bring auch gut Geld. Nicht ganz so viel wie die Goldgolems. Aber mit 300 Gold ist man da trotzdem mal ein Klunkerbeutel. Ich weiß, ich habe ihn gesehen am Bildschirmrand. Aber muss ja nicht immer sein. Genau, hier haben wir noch was. Oh Gott, was relativ offensichtlich ist auf der Karte. Und wir sehen, es ist ein kleines Camp und hier gibt es Vasaba-Groschen. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber es ist das, was ich kriege. Besser als nichts. Ich meine, wir haben zwar recht viel Kohle, wir haben 51.000 Kohle. Das ist irgendwann mal gar nicht so viel. Ja, gut, dann nehmen wir halt die Viecher. Hallo, Rambock. Ach nein, Schwein... auch Rambock, aber das ist ein Schweinozeros. Und jetzt bin ich am Überlegen, kennen wir die wirklich schon?
Oder habe ich mir das eingebildet? Also die Hammerhandbohrer, die sind wirklich gut. Es hat sich echt gelohnt, dass ich mir die Dinger gebastelt habe. Und der Spinozoros, das hält mehr aus, als ich gedacht hätte. So, Ade Rambok. Und du bist auch hinfort. Gut, dann müssten wir... Aha, Lizzie erreicht Level 28. Aber im Level 28 gibt es leider keine Talentpunkte. Doof, aber nicht zu ändern. So, ihr könnt mir gerne hinterherrennen. Die Ramböcke sollten mir am besten nicht hinterherrennen. Und ich glaube, die gescheiten Gebonze auch nicht. Ich weiche einfach so ein bisschen aus. Das funktioniert schon irgendwie. Ne, ihr kleinen Pferdchen. Ach, hier habe ich noch ein bisschen Pferdekacke. Ja, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist wichtig. Hallo, Pferdekacke ist das Nonplusultra. Auf den Rambok habe ich allerdings keine Lust. Auf den habe ich auch keine Lust, aber der meint, leider gegen uns kämpfen zu wollen. Na gut, im besten Fall... Schade, der beste Fall tritt nicht ein. Ich wollte gerade sagen, im besten Fall macht Dance den einen Rambok einfach alleine. Und Olli und Lizzie machen den anderen. Das wäre natürlich super gelaufen. Hätte es denn geklappt. So. Das Ende des Ramboks. Na gut. Wollen wir mal weiter gucken? Klunkerbeutel. Ich kann leider nicht anders. Ich muss die Klunkerbeutel besiegen. Und eigentlich sollte ich jeden Klunkerbeutel beklauen, weil die mir Strahlesteine geben. Und aus Strahlensteinen kann man Kristallscherben herstellen. Und Kristallscherben kann man später für sehr viele Sachen gebrauchen. Also, es wäre schon nicht schlecht. Aber, ja, muss auch nicht. Der Ulsun. Ein Troll. Ja, gucke mal. Und was haben wir hier? Frisches Wasser. Wie frisch kann das sein? Das ist in so, in einem Baumstumpf. Das habe ich bei Bear Grylls gelernt. Niemals aus... stehenden Gewässern trinken. Und schon gar nicht aus sowas. Außer es ist gerade frischer Regen gefallen. Dann kann man das machen. Oh, das ist neu. Und das grüne Viech ist auch neu. Ein Angreif. Okay, wir kennen die Uri-Geier. Kennen wir schon bei Wurmwald. Also, das Aussehen der Gegner ist uns nicht gänzlich neu, aber die Gegner an sich. So stark war es jetzt aber auch nicht. Oh, mal sonst noch irgendwas? Da ist noch so ein Angreif. Da, du bist etwas Neues. Ein Drakal. Aber der Drakal bemerkt die Gruppe nicht. So, dann hauen wir den Drakal mal ordentlich ins Gesicht. Oh, er hält ein bisschen was aus. Ist aber auch groß. Muss man ja schon sagen. So groß wie das Fiese darf das auch ein bisschen was aushalten. Aber wenn Deka ordentlich reinknallt, ist halt wie ein Lufia. Was soll man sagen? Es ist wie in Lufia. Wenn Deka einmal ordentlich reinknallt, dann wächst da nichts mehr. So, an den Trollen gehen wir ein bisschen vorbei. Gucken hier nochmal auf die andere Seite. Guckt mal. Wegwurz, ehrlich. Wegwurz. Verkackter Wegwurz. Na gut, ist besser haben als brauchen. Gut ist das zwar nicht, aber... Ey, da fängt der Fetti auf einmal an zu sprinten. Was ist das denn? Ich darf solche Sprüche machen, ich bin selber dick. Gut, danke. Einmal am Troll vorbei, an dem auch. Oh, so. Meine Güte. Ich will hier nicht getrollt werden von euch. Ich will einfach nur wieder raus hier. Wir haben uns alles angeguckt, was es hier zum Angucken gibt. Ich habe ein Recht darauf, den Ulsun zu verlassen. So, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Leider kein Erfolg mit den Klunkerbeuteln gehabt. Ich habe es ein bisschen gehofft, aber muss auch nicht unbedingt sein, dass das jetzt schon passiert. Schilddrachen, Alraunmajor. Alles Gegner, die wir noch nicht kennen, aber sicherlich noch kennenlernen werden. Deswegen, ich renne einfach mal noch nicht rein. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass früher oder später ich sowieso in einem drin lande. Und dementsprechend spare ich mir dann einfach den Random Encounter.
Nordwärts liegen die Ilugasar-Ebenen. Am Fluss entlang in Richtung Westen erstrecken sich die Urdus-Sümpfe. Ja, dann wollen wir mal weiter zu den Sümpfen gehen, weil ich meine, bei den Sümpfen gibt es nicht nur Nymphen, nein, da gibt es auch grüne Krabben. Hallo, grüne Krabbe. Ich kenne mir auch noch nicht. Krabbadabadu. Auch nicht schlecht. Hält sogar ein Angriff von Dance aus. Ich bin ein bisschen stolz, aber ich glaube, die Blauen sind trotzdem stärker. Muss ja nur gucken, in welcher Position sie im Bestiarium liegen. Oh, hier ist es ganz schön nebelig. Die Schnecken haben wir schon gesehen. Die waren ja bei dem Abbild des Yggdrasil, wenn ich es einfach mal so nenne. Ich hoffe, ihr versteht damit, was ich meine, wenn ich es so nenne. Oh, ein Baumteufel. Oder die zweite Variante des Baumteufels. Weiß nicht, ob das die Baumteufel sind oder... Ja, manchmal sind meine Erinnerungen nicht ganz auf 100%, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Aber ich glaube doch, ich kann mit relativ viel Wissen glänzen über Dragon Quest und seine Monsterchen. So, da haben wir noch was. Dann schnappen wir uns ein bisschen Weiherzünte. Hallöchen, Schatzi. So. Noch mehr Weiherzünte. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schatzi? Ja? Hi. Hi. Möchtest du dich sehen? Ja. Guck, das bist du. Das bin ich. Das bist du. So, jetzt hat sich Schatzi auch mal gesehen. So, dann müssen wir hier uns noch einmal oben umschauen, ob es da auch noch irgendwelche Items gibt für uns. Und dann können wir weiter Richtung Osten wandern. Uah, jetzt bin ich in der Krabbe gelandet. Aber guck mal, da ist ein Baumteufel dabei. Ich hab's doch gewusst. Ich weiß genau, warum ich manche Gegner einfach auslasse. Weil früher oder später fängt der Kampf sowieso an. Zares Ballett. Meine MP. Ich brauche so viele MP immer. Ich kann... Also, das ist jetzt aber frech. Lizzie müsste sich, glaube ich, mal selbst heilen. Schatzi, du musst die mal selbst heilen, bitte. So, ihr haut einfach irgendwie drauf. Lizzie heilt sich selber und das passt dazu schon. Ich glaube, du kommst nicht dazu, dich zu heilen. Ja, ich habe recht gehabt. Ja, dann musst du dich im nächsten Kampf heilen. Ja, haben wir hier noch... Oh, da ist ja wirklich noch was. Und gar nicht mal wenig. Was haben wir denn hier? Smaragdmoos. Oh ja, guck mal. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist euer erstes, aber schon mein zweites Vorkommen von Smaragdmoos. Ich habe ja diese eine Gegend um Wurmwald herum ohne euch erkundet. Einfach nur... Weil ihr das früher oder später eh noch sehen werdet. Und ich meine, da habe ich auch so ein Smaragd-Moos-Dingens gefunden, wo ich da ein bisschen was looten konnte. So, ich würde mal sagen, die Sümpfe können wir damit hinter uns lassen. Oh, ja, Krabbe steht im Weg. So einfach geht's. Manchmal muss man einfach ein bisschen geduldig sein mit den Viechern. Na, ja, mal rum. Und da fangen die Drachen auch schon wieder an. So. Na, da, hallo. Hallo, Frechdachs. Nee, Zauberdachs. Und hier in den Norden von dieser Map müssen wir auch nochmal. Da gibt es ein paar Items, die ich unbedingt brauche, damit wir unser Schwert noch ein bisschen upgraden können. Das fände ich nämlich persönlich gar nicht schlecht, wenn wir das noch ein bisschen verbessern könnten. Dann gibt's... Verhältnismäßig dauert das, glaube ich, gar nicht mal mehr so lange. Hallo, Maulheld. Ach, ich hasse diese Viecher. Aber wir nutzen die Gelegenheit, Lizzie, um sich zu heilen. Wir nutzen die Gelegenheit einfach mal, um eventuell doch noch ein Teufelstattoo von denen zu stehlen. Wir gucken mal, inwiefern das klappt. So, ja, hau Lizzie am besten. Ah, Lizzie wird ab. Lizzie, gut gemacht, Schatz.
So, tja, armer Maulheld, war deine Chance, uns dein Teufelstattoo zu geben. Aber wenn du nicht willst, dann stirbst du halt. So, jetzt kannst du mitmachen beim Clown, Schatzi. Und eventuell kriegen wir ja doch noch eins. Nein. Nicht mit dem Versuch. Deka kriegt eins über die Rübe. Und Lizzie hat auch daneben gegriffen. Schade. Ende mit dir. Früher oder später finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Früher oder später kriege ich schon was davon. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Die Frage ist nur, muss ich das offscreen wieder machen? Würde mich nicht wundern, persönlich. Ich reagiere gerade ein wenig allergisch darauf. Du verlässt mich wieder? Okay. Ist in Ordnung. Ich mache nur noch die Folge zu Ende. Ich reagiere ein bisschen allergisch gerade darauf, dass ich hier stehe mit, dass mein Boot woanders steht. Sagen wir es mal so rum. Yes, Drachenhieb. So soll er aussehen. Oh, ich habe nicht getauscht. Aber die Alraunen-Majoren sind auch so hinüber. Ich habe früher übrigens sehr viel bei Alraunen-Majoren trainiert. Oh, eine Sprenggurke. Haben wir auch noch hier. Nee, Knallgurke. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Nur mit Knall und nicht mit Spreng. Hättet ihr jetzt kaum erwartet, ich weiß. Ich muss einfach mal meine klugen Sprüche bringen. So, AD-Knallgurke. AD-Knallgurke. Und mein dritter kleiner Freund, das war es auch mit dir. Ich find's selber scheiße, aber ich gehe nochmal zurück. Ich muss mein Bötchen nehmen. Komm her, Maulheld. Oh, komm nicht her, so ist es mir noch lieber. Ich muss mein Bötchen holen, denn ich muss auf diese kleine Insel da rechts. Da liegen nämlich nicht unwichtige Items. Und ohne mein Bötchen komme ich da nicht rauf. Und dementsprechend steche ich einmal ganz kurz in die Hose. Was haben wir denn hier? Clownhammer. Was ist denn immer mit euch? Ihr habt so ein Geltungsbedürfnis, ihr blöden Viecher. Ja, hau du ruhig, Dance. Ende. Tschüss. Gut. Wenn ich einmal unterwegs bin, kann ich mal gucken, ob hier vielleicht ein neues Blättchen liegt. Ich gehe. Doch, wir haben wieder eins. Ha, da muss ich regelmäßig hin. Ich meine, das ist die einzige Stelle, wo A, Schleimstapel direkt so spawnen, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Ich meine, das ist die einzige Stelle, wo man Yggdrasil-Blätter kriegt und dementsprechend ein Schocktopus. Ernsthaft, ich habe so viele von euch besiegt für Eisennägel. Und jetzt kommst du mir auch noch auf meinem Boot entgegen. Magisches Tierhorn. Ja, brauche ich dringend. Ich habe kaum eins gelootet. Ja, hier will ich hin. Denn hier gibt es nicht nur... Oh, gibt es ihn überhaupt? Doch, er müsste hier eigentlich irgendwo. Da ist er. Tag, mit dir sprechen wir noch nicht. Das ist derjenige, der uns die Gladiatoren-Quests gibt. Perfidius Maximus heißt er, glaube ich. Aber ich bin hier gerade nur wegen der Blitzbrocken. Die sind nämlich nicht unwichtig, die Teile. Zum einen könnte man sich natürlich einen Blitzstab herstellen. Oder einen Blitzspeer. Zum anderen kann man natürlich hier Muschelschalen mitnehmen. Also könnte man mit dem Blitzbrocken machen, aber eben auch verzauberte Steine. Und die sind gar nicht mal so uninteressant. Ich meine, wir haben ja schon einen, den könnte ich auch nochmal benutzen bei Gelegenheit. Das hätte ich ja eigentlich auch schon tun wollen mit Lizzies Rüstung, die so ein bisschen zu verbessern. Aber das habe ich ja vergessen. Weil ich so klug bin. Kleptomane, Kleptomane, Angriff, Kleptomane. Vielleicht klappt's ja jetzt. Lizzie weicht gut aus. Klappt also auch, ja, Fledermausflügel. Schön. Und das war's mal wieder. Aber ihr seht, der hat überlebt? Aber ihr seht, es funktioniert relativ gut bei den Maulhelden. Wenn man da einfach eine Runde nutzt. Um mal zu gucken, ob man irgendwas von ihm kriegt. So, jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch der
der Drache im Schildkrötenpanzer, ne? Als Gegner, den ich noch nicht besiegt habe. Von dem Gebiet. Ich kann ja mal gucken, wie vollständig das Bestiarium gleich ist. Wir müssten... noch nicht so ganz. Komm, ich nehm erstmal dich. Ich nehme erstmal dich, Mr. Schilddrache. Dann bist du nämlich schon mal weg. Übrigens ähnlich nervig wie die listigen Lümmel und die ganzen Viecher mit den Schildern. Dance erreicht Level 29. Kriegt 5 Talentpunkte. Ist damit auf 91. Das heißt, im nächsten Level gibt es nochmal 5 Talentpunkte. Im übernächsten gibt es wieder nichts. Das heißt, in 3 Level-Ups ist Dance auf 100 Punkten. Das ist sehr genial. Und dementsprechend wird das für Lizzie genauso funktionieren. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, ich weiß. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Jetzt bin ich am... Aber trotzdem ist das so ein bisschen eine Sache, die ich im Hinterkopf habe. Ob es sich eventuell lohnen würde, zu sagen, gut, ich schnapp mir jetzt mein XP, meine XP-Verdopplung. Und ich habe übrigens ein ekelhaftes Feature auf dem Ohr. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das im Spiel ist oder was hier Fakt ist. Oh, was war das gerade für eine komische Kampfeinblendung? Fledermausflügel, so schnell geht's. Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt mir, nimm dir deine XP-Verdopplung, geh in die Ganovengrotte und klatsch Schleimstapel, bis du 3 Level-Ups hast. Das sagt diese böse Stimme in meinem Kopf. Und meine Vernunft sagt mir, du kannst nicht alles offscreen machen. Warte einfach ab, die Level kommen von alleine. Und dann musst du offscreen eh wenigstens so auf Level 20 trainieren, damit es nicht allzu scheiße wird. Damit du dich überhaupt so ein bisschen bewegen kannst. Hallöchen, Freunde. Hier sind wir im Schneegebiet. Komm, nehmen wir gleich mal den ersten Schneegegner mit. Es sind Reißwölfe. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Werden aber sicher um einiges mehr drauf haben als Wehwölfe. Aber sie gehen nicht direkt in Stoizismus. Vielleicht ist das ihr Fehler. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ignoriert einfach den komischen Mann auf der anderen Seite des Videos. So. Hallo. Du bist doch wieder da. Ja, ich wollte gerade den komischen Papiermüll irgendwie von einem Hund im Wohnzimmer. Hä, unser Hund macht doch keinen Papiermüll. So, Reißwolf C ist down und dann machen die noch den da kaputt. Ich glaube, Lizzie spioniert mich ein bisschen aus, ob ich ihren Charakter auch gut behandle. Das wird es sicherlich sein. Das ist auch neu. Oh nein, die Zitterzweige, die gehen mir voll auf den Sack. Ich gehe erstmal hier hin. Zu den süßen kleinen Schneemännern. Weil es hier Eiskristalle gibt. Ne? Eiskristalle sind gute Kristalle. Eiskristalle kann man sich auch von den Frostzweigen zusammenklauen. Also so selten sind die gar nicht. Aber es ist trotzdem schön, welche zu haben, meiner Meinung nach. So, Reißwolf brauchen wir nicht. So, machen wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö, sieht kacke aus. Gut, dann lassen wir's. Dann gehe ich jetzt hier nochmal rüber zu den Sümpfen. Vielleicht läuft uns ja noch der eine oder andere Gegner vor die Flinte, wo ich den Kampf dann eh nicht mehr verhindern kann. Anders als bei den Kollegen hier, die einfach schön immer links und rechts, so rechts und links spawnen. Kann man wunderbar dran vorbei und hindurchlaufen. Einfach spitzenmäßig. So, ja, du Knallgurke, du bist mir auch vollkommen egal. Denn ich interessiere mich nur für die Items, die auf der anderen Seite... noch nicht auf der anderen Seite von der Brücke, sondern vielmehr auf der anderen Seite von der Brücke da oben, über die wir gleich gehen werden, liegen. Wichtige Items. Sehr, sehr wichtige Items. Also hier werde ich auch sehr oft wiederkommen müssen. Ob ich euch da einmal mitnehme, weiß ich nicht. Spiegelsteine. Gaunter Odin wäre sicherlich stolz auf mich. Wir brauchen 3 Stück.
3 Stück brauchen wir und genau die 3 Stück haben wir. Ist jetzt ein bisschen schade, muss ich gestehen, dass es nicht mehr sind, aber eventuell... Nee, nicht eventuell. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen klaue, aber... So richtig Bock habe ich da auch gerade nicht drauf. Aber auf der anderen Seite könnte man dann... Ach, es ist schwierig. Es ist nicht einfach. Ja, Zitterzweig. Ich weiß. Früher oder später kann ich euch eh nicht mehr ausweichen, weil ihr einem so hart nervig hinterher rennt. Ja, ich sag's doch. Hallo, Zitterzweige. Ich nehme hier mal einen ganz kurzen Esculap-Stab in Anspruch. Ach ja, guck mal, Deka macht das wie alleine. Gut, dann greift Olli ganz kurz an, dann kommt Lizzie an. Ne, du rufst erstmal Unterstützung. Dann kommt Lizzie. Und Deka macht's tot. Und dann kümmern wir uns noch um den letzten. Und alles ist chillig. So, hinfort mit dir. So einfach kann es sein. Und Deka erreicht auch Level 29. Das gefällt mir gut. Was kriegen wir hier eigentlich? Wieso hat Deka... Ja, gut, Deka fehlen genau die 3 Punkte, die im Messer drin stecken. Ist blöd, aber braucht mir leider. Und genau da haben wir ein Eiskristall bekommen, falls ihr es nicht lesen konntet. Also, ich sag ja, hier haben wir ihn jetzt einfach schon automatisch gedroppt gekriegt. Im Normalfall kann man ihn halt wirklich wunderbar klauen. Falls jemand von euch ein paar Eiskristalle braucht. Gut. Dann haben wir hier ja die Schneemänner gehabt. Gucke ich hier an der Seite nochmal. Ich glaube, hier gibt es gar nicht mehr auf dem Map-Abschnitt. Ich gucke trotzdem nochmal. Ich glaube, das hier hinten ist nur für eine Grotte. Apropos Grotte, da können wir uns eigentlich auch in nicht allzu... Ach, Gott sei Dank. Wenigstens rennen wir in Apokalypse. Wenigstens rennen wir in einen Gegner rein, den wir sowieso noch besiegen müssen. Glück im Unglück. So, das war Apokalypse A. Jetzt ist wahrscheinlich die B dran. Genau, wunderbar. Du bist zweimal dran. Doch nicht. Ich dachte immer, die Viecher wären zweimal dran. Egal, Dance. Mach das Vieh mal weg. Dankeschön. So soll's sein. Da. Spitze. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und dann kriegen wir auch direkt einen Map-Wechsel. Wenn wir hier um die Ecke sind. Oh, ja. Gerade noch so abschmieren können. Hallo, Map-Wechsel. Und wir sind nun in Schneebirien. Noch ein neues Gegnerchen. Frostsoldaten? Nee, kalte Keramikkrieger. Und Großangreif. Interessante Namen haben die Viecher hier. Beim Ulsun haben wir die Angreif, dann haben wir den Großangreif und dann später wird es zum Urigeier. Also ist eine interessante Entwicklungsphase bei den Biestern. Ja, okay. Stark genug, um das zu überleben. Finde ich... Ja, muss man schon sagen, kann nicht jeder Gegner. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen gezielter zu den sinnvollen Orten. Unter anderem nämlich hier unten. Ja, ihr kalten Keramikkrieger. Unter anderem gibt es hier unten nämlich, glaube ich, Nektar. Hier oben müsste es noch ein bisschen Platin geben. Sogar einiges an Platin. Gar nicht wenig. Oh, du rennst weg von mir. Das finde ich auch nicht schlecht. So, ich glaube, wir brauchen gar nicht mal mehr so viel Platin. Weil die meisten Platin-Sachen können wir uns... Gott sei Dank. Die meisten Platin-Sachen können wir uns eh kaufen. Wir haben genug Kohle. Ich switch mal eben nicht. Ich bin mal so frei. So. Ach ja, wir haben hier eine Stachelrüstung an. Ich erinnere mich. So, das war Apokalypse. Dann holen wir uns jetzt noch den Nektar und dann gehen wir ganz kurz noch
in das Gebäude da. Oh, das Vieh hat mich gleich. Ich sehe es leider schon kommen. Ja. Ja, du hast mich gleich, ne? Nein, du hast mich nicht. Genau, dann gehen wir noch ganz kurz in das Gebäude. Ich weiß, wir haben da noch nicht alles erkundet und eigentlich müsste ich noch. Oder hänge ich die 3 Minuten noch dran, wenn ich nicht jeden Meter kämpfen muss? Dann sollte das auch eigentlich relativ zeitnah alles funktionieren. Ist hier nur einmal um die Ecke. Ich meine, hier, gab es hier irgendwas oder ist das auch nur so ein... Nein, dann ist das auch nur so ein Grottending. Ich muss gestehen, ich... Hier, für Fußspuren lang. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt auch nur noch von einem neuen Gegnertyp hier in dem Schneegebiet. Und das gibt es hier oben. Wenn wir hier rausgehen, gibt es den Gegnertypen noch. So, aber viel... Da, genau, da ist er. Ein weißer Tigertaurus. Weiß gar nicht, ob es sich sonst lohnt, hier zu sein. Man braucht die weißen Tigertauren für eine Quest später. Was haben wir hier? Ist das Seelensalbei? Seelensalbei. Okay. Ist auch nichts, was wir jetzt akut brauchen, aber trotzdem schon mal nicht schlecht, dass es da ist. Gucke ich noch in diese kleine Aussparung da rechts auf der Map. Oh, Eisschlitzer. Die habe ich vergessen. Eisklaue. Na gut. Habe ich trotzdem vergessen, dass es die gibt. Werden mir aber hoffentlich nicht böse sein. Weg mit dir. Ach, du lebst? Wie, du lebst? Nummer 5 lebt, oder was? Nee, vergiss es. Tschüss, Eisklaue. Na gut, ich gebe es ja zu. Ich habe ihn vergessen. Aber dann scheint er nicht interessant genug gewesen zu sein, wenn ich mich da nicht dran erinnern kann. Ja, muss man einfach mal so sehen. Gegner, an die man sich nicht erinnern kann, sind nicht der Rede wert. Da komme ich nicht drum rum. Na gut. Was haben wir denn hier? So ein kleiner Altar mit Zauberwasser. Oho. Ich meine, kann man sich zwar auch kaufen, aber warum nicht? Warum nicht? So, komm. Dann schnappe ich mir noch den Tigertaurus hier. Weißer Tigertaurus, du bist was Besonderes. Du bist nämlich gleich besonders tot, aber du machst erstmal einen dünnen Luftangriff. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Tschüss. So. Das war das. Mir fällt gerade ein, ich muss gar nicht warten, bis Lizzie ein Level-Up hat. Also bis Lizzie... Aber da ist hier noch was. Die kennen wir ja auch noch nicht, Pflegerschleim. Oh, das ist aber ungünstig. Eigentlich müsste ich erstmal die Klauen wegmachen, einfach weil die viel Damage machen können. Aber die Pflegerschleime, die können uns leider viel zu gut heilen. Und jetzt können wir auch nicht mehr zaubern, aber das können wir eh nicht. Geteilt MP, na gut. So, und dann mit DK hoffentlich. Yes! So, Mr. Pflegerschleim. Das war's gleich mit dir. Ade. Gut, Leute, ich muss gestehen, es wird mir eigentlich ein bisschen zu spät. Schuppenpanzer. Hurra! Warum kriegt man so spät im Spiel? Also, so spät im Spiel sind wir zwar noch gar nicht, aber so verhältnismäßig spät, wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eine Rüstung, die ich damals im Hexagon gefunden habe, als wir schon auf der Stinsbrook-Seite waren. Aber trotzdem, die haben wir im Hexagon gefunden. Und jetzt kriege ich das Ding? Das ist ja heftig. So, ich beschleunige die ganze Sache hier mal ein bisschen. Denn ich will hier heute noch fertig werden. Und dadurch, dass wir hier nur noch diese Seite brauchen, nehme ich mir einfach mal das Ganze raus, zu sagen, ich gönne mir die Schlummerblumen. Dann renne ich noch nach unten links, dann renne ich noch nach unten rechts und dann renne ich noch zu diesem Gebäude, wie man es da augenscheinlich sehen kann. Ich habe es genau gewusst, dass du mich auf die Entfernung catchst. Ich habe es genau gewusst. Ah,
Ach, das wäre ja auch zu einfach. Das wäre ja auch viel zu einfach. Mann, ich kann nicht fliehen. Ich hätte sie schon tot. Ich hätte sie schon tot, wenn ich einfach angegriffen hätte. Mann, ey. Da denkt man würde sich beeilen und eigentlich verzögert man alles nur. So, ich hoffe, es lohnt sich wenigstens. Ist hier irgendwas oder ist das auch nur wieder so ein... Schade. Auch nur wieder so ein... Großangreif. Einfach dran vorbei. Sehr gut. Ja, und hier auch noch dran vorbei. Nein, warum so viele? Was haben wir hier? Noch mehr Eiskristalle. Okay, aber es hat sich wenigstens gelohnt, weil Eiskristalle sind nicht unwichtig. Gut, Leute, damit bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir... Oh, ich hasse diese Biester. Ich hasse sie so abgrundtief. Stirb. Stirb. Nein. Hilfe? Ich habe Hilfe gesagt. Dann hilf mir auch. Bitte, greif nicht Lizzie an. Gott sei Dank. Ja, dann werden wir dieses Ding hier erkunden, was immer es auch sein mag. Und, ja. Freunde. Bis denne.